Guten Morgen, Leute. Ich begrüße euch bei einem neuen Einheiten-Review und zwar diesmal die Gruppe um Shida. Da sind Agni, Falmer, Hyde, Lilith, Sergio und halt Shida selbst. Ihr seht ihn schon in der Ecke. Und ich werde euch heute wieder ein Review zu denen geben. Interessante Gruppe, vor allen Dingen alte Einheiten, die jetzt ihre 6-Sterne-Form bekommen, weswegen ich nur ihre 6-Sterne-Form bewerten werde. Weil es halt irgendwie naheliegend oder zusammenhängend in dem Sinne. Und ich sage mir deshalb, ja, machen wir das. Ja, vorab, diesmal habe ich wenig zu erzählen. Wir können direkt mit anfangen mit der ersten Einheit. Das ist Agni. Ja, doch, eine Sache noch zu erzählen. Ich habe mich bei dem Gedanken, wie bewerte ich die diesmal daran gehalten, dass ich bereits an das denke, was in der japanischen Version rausgekommen ist und sie in dem Kontext betrachte. Weil es gibt in der japanischen Version das nächste Batch, was für uns kommen wird, das Dragon Batch, wo sehr, sehr starke Einheiten drin sind, die sehr meta-definierend sind zum Teil. Wo man halt auf Augen fragen muss, es gibt in der japanischen Version jetzt die 6-Sterne-Form von Lario und Mifune und sowas, die halt vorgeben, was die nächsten Free-to-Play-Einheiten werden. Und es gibt die 7-Sterne-Starter, die halt auch sehr viel davon vorgeben, was von ja, Top-Einheiten erwartet wird. Und in dem Kontext werden wir die betrachten. Das soll heißen, ich achte auch darauf quasi, wie lange werden die sich halten. Es mag sein, dass da Einheiten bei sind, wo man sagt, so, oh, die finde ich jetzt unheimlich Porno, die will ich jetzt sofort verwenden. Aber wenn man halt in 2 Monaten dann die 7-Sterne-Starter bekommt und die Einheiten, die wir jetzt haben, sind wertlos, weil taugen nichts mehr, dann finde ich persönlich das eher wenig bewertenswert. Und zwar ist halt nicht wert, die hochzuwerten, weil da hat man dann ja nicht lange was davon, dass man sie hat. Und ja, der erste hier ist Agni, The Blazing Knight. Können hier auch mal jeweils aufs Unit-Artwork einen Blick werfen, denn das ist ziemlich cool bei allen von denen. Gefällt mir sehr gut. Man kann sich auch das Sprite angucken, dann kann man nicht, das haben sie verbuggt. Da war was, hier sieht man das Evolutionary, da sieht man die Sprites, wobei das letzte auch noch nicht funktioniert. Bleiben wir also bei den Stats. Und dem, was er macht, er gibt die meisten haben einen 5-Sterne-Angriff, der wenig Kristalle braucht, 15 sogar nur, aber leider TGT ist, sprich Single-Target. Das heißt, man kann leider nicht in Arena verwenden. Wäre das ein Multitarget, wäre das ziemlich episch, dann hätten wir direkt die nächste gute Arena-Einheit. Haben wir nicht. Leader-Skill ist bei allen gleich. 25% Angriff für alle Einheiten und 15% weniger Schaden von dem Element, gegen das sie stark sind. Bin ich persönlich ein bisschen schwach, weil das einfach ein Skill ist, wo ich mir denke, so, was soll ich damit? Wenn ich Angriff haben will, dann nehme ich die Rainbow-Anführer. Da finde ich, habe ich dann Einheiten, die mir 50-65% Angriff geben. Wenn ich Widerstand gegen ein Element will, nehme ich die Guardians, die das geben. Das heißt zum Beispiel gegen Feuer gibt es dann so etwas wie Cygnus, die 15% Schadensreduktion gegen Feuer gibt und nochmal einen Bonus für tatsächliche Wassereinheiten. Oder für Feuer, hier wäre das glaube ich Ramna, die das gibt. Da wären das die Einheiten der Wahl, wenn ich darauf setze, mir so ein Team aufzubauen. Wenn ich dann vor dem Punkt stehe von, ich will mir jetzt irgendwie für die Grand Gaia Chronicles was bauen, was mir irgendwie möglichst viel Schadenswiderstand dagegen gibt, dann nehme ich doch diese Racker hier. Oder ich bleibe bei Trident, der mir 10% Schadenswiderstand gegen alle Elemente gibt, egal was für Probleme ich habe. Und nochmal 50% Recovery und 25% HP und Crit Rate ab. Und einen coolen Leader Skill. Coolen Super Wave Burst. Also Leader Skill bei den allen langweilig, können wir echt komplett ignorieren. Interessant ist immer der Super Brave Burst. Bei Agni ist das ein AOE-Angriff, 21 Hits bei 38 Kristallkosten. Das ist eigentlich ganz okay, tatsächlich sogar. Kann Injury geben, was jetzt auch nicht allzu berauschend ist, aber okay. Und füllt 3 Runden lang die Brave Burst-Leiste um jeweils 4 Punkte auf. Das ist auch okay. Aber das ist auch leider alles, was man irgendwie über ihn sagen kann. Er ist okay. Ist jetzt nichts dabei, wo ich sage so, boah, gut. Krass, das ist irgendwie was Neues, das haut mich vom Hocker. Deswegen kriegt er nur 6 Punkte von mir. Weil er ist als durchschnittliche Einheit durchschnittlich gut nutzbar. Das beschreibt ihn ziemlich gut. Man hat irgendwie netten Schaden, man hat irgendwie, das heißt, wir können auf seinen Multiplayer sogar mal einen Blick werfen. Ist jetzt noch die Daten der japanischen, der globalen, die Daten sind hier noch nicht mit drin, aber ich glaube nicht, dass sich da viel ändert. Attack Multiplayer 450. Ja, Average. Nichts besonders hohes. Injury-Chance 80%. Ja, das ist gut. Das ist okay. Damit injurieren wir die. Nur ist Injury halt nicht viel wert. Passiert halt. Also ist halt irgendwie, es ist so eine Einheit, die kann man als Füller-Einheit verwenden, gefühlt. Den kann man irgendwie mitnehmen. Aber auch statstechnisch, er hat 6700 WT-Stats, ja. 6700 ist aber vielleicht zur nächsten Gruppe schon nicht viel. Da gibt es Leute, die kommen über 7000, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da ist dann halt das, was er hier bietet, halt nicht besonders viel. Ist okay.
aber nicht, also er ist mit mir so eine Average-Fülleinheit, die man im Kampf, wenn man nichts anderes hat, dann kann man nehmen. Für 6 Sterne mit 24 Kosten noch preiswert, kann man halt machen, so als erste 6 Sterne Fülleinheit, wenn man nichts Besseres hat, gefühlt. Dementsprechend hat seine 6 Punkte. Type-technisch würde ich für all die sagen, Anima die beste Wahl, einfach damit sie lange leben. Ansonsten Breaker, Guardian meist auf einem Level, Oracle sollte man hier auf keinen, kann man hier fast sogar nehmen, weil er halt wenig Recovery hat, würde ich aber nicht. Also es gilt halt für alle irgendwie Anima wie immer am besten, Breaker und Guardian ist halt Geschmackssache, Lord ist wie immer okay, Oracle ist halt irgendwie immer mau. Zweite Einheit, Sky Hero oder Sky God Falmer, sieht sehr geil aus vom Artwork her, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Auch wenn das beim Bild irgendwie ein bisschen komisch aussieht. Ja, Leader Skill und Brave Burst sind wieder die gleiche Funktionalität. Was bei ihm interessant ist, er hat einen Angriff, der paralysiert. Das ist tatsächlich nutzbar, weil Paralyse kann man gebrauchen. Wir können mal nachgucken, wie hoch seine Chancen sind zu paralysieren. Denn das ist halt gut zu wissen. Paralyse, wo haben wir es denn? Dev, Paralyse 60%. Das ist in Ordnung. Das heißt, im Schnitt hat man jeden zweiten Gegner paralysiert. Damit kann man arbeiten. Was halt ganz cool ist, er gibt Attack, Death und Recovery von jeweils 70% fürs ganze Team für 3 Runden. Er ist halt eine Buffer-Einheit damit. Und das ist an sich nicht schlecht, aber es haut mich auch nicht vom Hocker, weil meistens sieht es so aus, wenn ich einen Buff haben will, will ich jemanden haben, der das richtig gut gibt oder noch irgendwas Nettes mitgibt. Und diesen 70% Buff kennen wir schon von Lerone. Der war lange Zeit praktisch. Den habe ich auch selbst gerne im Team eingesetzt, weil ich halt keine Michelle ausgebaut hatte. Aber wir haben jetzt viele Attack-Buffer. Wir haben Ultor, wir haben Michelle, wir haben Kuda, wir haben Kula. Und wir kriegen beim nächsten Badge die Donner-Einheit dann, die auch 70 oder 80% Attack abgibt, was jetzt nicht so ist, dafür aber 26 Angriffe hat und Damage Mitigation gibt. Was auf einmal richtig geil ist. Wo man halt sagen muss, so ja, er hier, es ist ein Average-Buff. Es ist wieder so eine Durchschnittseinheit. Es ist jetzt nichts Geiles, aber es ist halt okay. Man kann es halt mitnehmen. Kriegt von mir 7 Punkte wegen der Paralyse, weil das ein netter Bonus ist, womit man tatsächlich was machen kann. Also man kann sich hinstellen, kann sagen, okay, ich arbeite damit, Gegner zu paralysieren und dann mein Team zu buffen und damit kriegen wir die gut auseinander. Da kann man ihn jetzt Ergänzungseinheit mitnehmen. Ich würde für die meisten Gefechte bevorzugen, entweder einen Kuda oder eine Michelle oder eine Kula oder sowas dabei zu haben für den Attack-Buff. Und dann gegebenenfalls noch einen Crit-Rate-Buff direkt mit dazu. Aber es ist okay. Es ist halt nichts, was einem vom Hocker haut, aber man kann damit arbeiten und gefühlt ist er halt ein Stück besser als Agni. Als nächstes haben wir Hyde, der auch sehr, sehr cool aussieht, vor allem mit diesen Schilden da oben. Das finde ich vom Artwork her episch. Habe ich leider beim Beschwören nicht bekommen. Finde ich ein bisschen schade, weil den hätte ich gerne gehabt. Der sieht einfach, weil er cool aussieht. Leader Skill und Brave Burst wieder meh. Was er gibt, ist Brave Crystal Drop Rate, Herz Crystal Drop Rate und Death Ignore für 2 Runden. Das Coole ist, es ist eine garantierte Death Ignore, sprich super für Metal Parades. Einfach, weil er hat 20 Treffer bei seinem Super Brave Burst. Haut einen Super Brave Burst raus, klatscht damit alles weg und generiert ordentlich Brave-Kristalle. Dazu kommt die Ergänzung Brave-Kristall-Droprate 50%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe es gerade immer schon nachgeguckt. Und Herz-Kristall-Droprate 30%. Das sind gute Buffs. Und das ist tatsächlich, in meinen Augen, ist er wirklich gut nutzbar in einem BB-Spam-Team. 120 Angriffe sind jetzt nichts übertrieben Hohes, aber es ist gut nutzbar in einem BB-Spam-Team. Er wird damit selbst halt viele Angriffe beisteuern, die man auch gut reinsparken kann. Und mit der erhöhten Brave Crystal Drop Rate sind die Chancen halt wirklich gut, dass man auch mit diesen 20 Angriffen irgendwie dann 15 Kristalle generiert, was schon nicht wenig ist. Wenn man das pro Gegner macht, man hat 4 Gegner, dann hat er sich alleine wieder voll. Selbst bei 3 ist er eigentlich schon wieder aufgefüllt. Und das sind halt auch Buffs, die dem ganzen Team helfen, was ich persönlich sehr gut finde. Was eine lohnenswerte Ergänzung ist, weil als BB-Spam-Buffer gibt es da sonst wenige. Die nächste Einheit, auf die ich spekuliere, ist Lario. 40 Treffer und eine erhöhte BC Drop Rate. Es gibt so jemanden wie Felnius oder Uda, die erhöhen die BC Drop Rate, aber die haben selbst nicht so eine hohe Trefferanzahl und haben halt auch keine Herzkristallergänzung. Es gibt dann noch Zelnite, der Herzkristalle droppt, was sehr, sehr stark ist. Einfach weil er halt alles erhöht, aber halt nicht so stark. Brave Kristalle gibt und Herzkristalle gibt Zelnite, glaube ich, 15% jeweils. Und da ist Heights Buff hier deutlich höher. Und insgesamt muss ich sagen, gefällt er mir tatsächlich ziemlich gut, bekommt 8 Punkte. Wenn ich ihn gezogen hätte, wäre das tatsächlich einer von denen, wo ich sage, so den könnte ich sogar in meinen Teams noch gebrauchen. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe die Kombination, zum Beispiel für einen Frontier Hunter, habe Shida als Anführer, Kuda für Attack und Death, für Attack und Crit Rate, Elsa für Spark Rate, dann ihn als BC HC Drop Rate
Und dann irgendwie Double Maxwell hinterher zum Schaden machen. Super Kombination, generiert unheimlich viele Kristalle. Kann ich mir gut vorstellen. Und kann ich mir auch vorstellen, dass man ihn halt so durchaus in einem Team gebrauchen kann. Gute Einheit, insgesamt stats-technisch okay. Mit die höheren Stats in der Gruppe. Alle haben das Problem, wenn sie Anima haben, haben sie halt eine sehr, sehr geringe Recovery, dass das Heilen recht schwer macht. Aber mit erhöhter HC-Droprate sollte das eigentlich gehen. Overall, ja, gute Einheit. Würde ich wahrscheinlich auch wieder Anima nehmen, wenn ich es kann. Aber außer Oracle sind eigentlich alle Typen nutzbar. Dann haben wir Lidith, die sehr, sehr cool auch aussieht mit diesen Feen, die hier rumfliegen. Die Schwächste von, Gott, wie hieß sie? Es gibt von Ferris, die er diesen Outfit hatte, wo man die Unterwäsche andauernd rausgucken sah. Muss ich sagen, sieht die hier antworttechnisch viel, viel cooler aus. Und ja, sind beide Schwestern. Stats-technisch auch okay. Leider balancing-technisch ein bisschen sehr stark auf Attack aufgelegt, was ich persönlich schade finde, weil ich sie, glaube ich, als Breaker bekomme. Was man halt machen kann, aber Leader Skill und der einzige, wo man gucken kann, nee, auch Hyde hat einen TGT Single Target gehabt. Ja, was bringt sie mit? Sie bringt einen Erzangriff, ja. Sie erhöht eine Herzkristall-Droplet von, ich glaube, 70% waren das, was ziemlich viel ist. Also für Herzkristall-Droplet gut, kann man optimal nutzen, um ja, Einheiten mit Herzkristallen am Leben zu halten. Haben wir es ja 70% Herzkristall-Droprate, Modifier bei allen echt ziemlich gleich. Was noch dazu kommt, Status Immunität für 3 Runden, leider keine Heilung, nur Immunität, was ein bisschen schwach ist, da wäre natürlich eine Heilung dazu cooler gewesen. Aber tatsächlich ist sie halt wieder so ein Kandidat für all diejenigen, die halt noch keine Einheit bekommen haben, die Status-Immunität gibt, also die irgendwie nicht einen Exvil oder einen Melchior haben. Melchior ist halt stat-technisch mittlerweile ziemlich überholt, da ist sie dann halt schon die bessere Wahl. Und da ist sie halt tatsächlich ziemlich gut, wenn man sich das vorstellt. Man hat auch 22 Hits. Wenn man sie in ein BB-Spam-Team mit reinnimmt, kann man sie halt nutzen, um das einfach am Leben zu halten und die Status-Immunität zu gewährleisten. Also da ist sie, hat halt ja 2 Hits weniger als Exvil. Heilt leider keine Status-Immunität wie er, aber dafür gibt sie halt Herzkristall-Droplet, was durchaus Leute am Leben halten kann. Also eine Einheit, mit der man auch wieder was machen kann, bekommt von mir 7 Punkte, weil das ist okay. Das ist eine ordentliche, gute Einheit. Kann man was draus machen. Dann haben wir Sergio. Auch sehr cooles Design wieder. Ist eine BB-Fill-Einheit. Hat wie Lindith und Rogan den SBB-Fill komplett voll, aber halt Single-Target dafür. Insgesamt aber in meinen Augen keine so gute Einheit dafür, weil 17 Treffer. Lilith hat ein bisschen weniger, ist da auch vom Stat-Technischen her nicht so gut. Der Punkt ist, dass wir halt Rogan als Knacker haben und im nächsten Batch bekommen wir eine Feuereinheit, die da auch richtig, richtig geil ist, was das angeht. Während wir halt hier, er hat gute Attack, wenn man ihn als Breaker hat, macht er immerhin 2000 Attack, aber ich denke, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein Rogan macht da deutlich mehr voll ausgebaut. Ich kann mal gerade meinen, den ich hier irgendwo rumfliegen habe, raussuchen. Wenn mein Spiel nebenbei offen. Ich habe hier einen. Nein, das ist nicht Rogan, das ist Grannon. Soll das mein zweiter. Ach. Wo habe ich meinen Rogan versteckt? Da oben habe ich meinen Rogan versteckt. Ich habe einen voll ausgebauten Oracle Rogan, der auf 2-3 Attack kommt. Wenn das also quasi hier. Da hat Rogan einfach mal 500 Attack mehr. Und Death hat. Der Rogan hat auch immer noch 1900. Lord-Stat-technisch, wenn wir das vergleichen, wir haben Oracle, jetzt vergleichen wir das. Recovery hat Sergio 200 mehr. HP haben beide bei Oracle ungefähr gleich viel. Attack hat Rogan einfach mal 500 mehr und Death 200. Ohne Imps, komplett. Gut, da ist ein Divine Stone drauf. Der wird aber da, soweit ich weiß, nicht mit reingerechnet. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich kann ihn aber auch einfach mal entfernen. Dann wäre das der interessantere Punkt. Ja, gucken wir nach. Ja, Divine Stone entfernt, ändert sich in den Stats nichts. Und das ist halt leider sehr, sehr bezeichnend. Er ist die schwächere Variante von Rogan, muss man halt leider so sagen. Weil stat-technisch, dort kann man leben. Wenn die nicht so gut sind, da kann man Imps draufhauen, dann kann man Sphären draufhauen. Okay, das kann man quasi umgehen. Das Problem ist die Tatsache, dass er halt hier 17 jetzt hat. Rogan hat einen Hit, macht aber mit einem Hit 25 oder 30 Brave-Kristalle-Checks. Was halt heißt, Rogan kann in so einem Kampf. Klar, sie haben ihren Super Brave Burst voll, aber es geht ja darum, wie viel man fürs Team weiter generiert, weil das Team braucht ja nun mal auch Brave Burst Kristalle.
Und der erzeugt Rogan einfach mehr. Und das ist an der Stelle sehr, sehr wichtig, weil man halt mit so einem Team nicht BB-Spam machen kann, um zu sagen, okay, ich klatsch hier raus, ich hab. Sondern man muss sich halt hinstellen und muss wohl oder übel dann damit arbeiten, was man bekommt. Und da kann sich ein Rogan halt hinstellen und kann sagen, so, ich generiere Kristalle bei. Sergio kann das nicht so gut. Man kann ihn quasi als Ersatz nehmen. Aber mit dem, was in der japanischen Version als nächstes kommt, befürchte ich, dass er halt sehr, sehr schnell sehr, sehr schwach sein wird. Man kann ihn für Bossfights da so gesehen nehmen, aber ich würde halt nicht mehr auf ihn bauen und ich gebe ihm deswegen auch nur 6 Punkte, da das einfach nicht mehr wirklich gut ist. Und als letztes haben wir das in meinen Augen Highlight der Gruppe, Shida, der unheimlich cool aussieht und auch storytechnisch finde ich Shida eigentlich unheimlich interessant. Das ist halt er ist ein Schwarzmagier, macht viele böse Dinge, aber ist halt auch an vielen Sachen schuld, die irgendwie mal als böse Sachen ausgelöst wurden. Zum Beispiel die Tatsache, Logan war mal mit Vishra befreundet. Der Battle Vishra war ja mal ein Mensch und wurde dann von der Rüstung zum Dämonen. Und Logan hat ihm in einem Kampf, eigentlich waren die beiden Freunde, wollte ihm eigentlich helfen, hat ihm Teile der Rüstung abgeschlagen, hat gesehen, aha, das Ding ist krass. Und wollte halt eigentlich den Rest der Rüstung abhauen, um ihm halt wieder auszuholen. Und dann merkt man, ich kann Teil dieser Rüstung auf mich draufpflanzen, dann wäre ich stärker und ist halt zu Shida hingegangen, um das zu machen. So, das ist, in solchen Rollen taucht Shida halt auf. Der ist irgendwie immer so ein bisschen, er ist ein bisschen wie in den alten Cartoon-Serien der Bösewicht-Typ. Der nie wirklich gut war, nie wirklich stark war, aber halt immer da war und überall mitgewirkt hat und die bösen Dinge gemacht hat. So typischer Cartoon-Bösewicht ist das mäßig und das finde ich persönlich sehr cool, sehr sympathisch. Einheitentechnisch, Stats-mäßig, ja, beste Wahl auf jeden Fall Anima oder Guardian in meinen Augen, denn er hat als einziger einen normalen Brave Burst, der ein Angriff gegen alle Gegner ist, aber der nicht besonders stark ist, was er an der Stelle auch nicht sein muss. Weil es ist ja nur ein Brave Burst, da erwartet man jetzt keine übermäßigen Werte. Aber er hat einen 400er Attack Modifier, das ist dafür tatsächlich schon mal gar nicht so schlecht. BC Coast, da wird es interessant und bei Möglichkeiten, denn sein Super Brave Burst hat keinerlei Angriff. Denkt man sich erstmal, was ist das denn? Ja, aber sein Super Brave Burst fügt alle Elemente für 3 Runden hinzu und füllt eine Runde lang Brave Kristalle auf. Wenn wir uns das in den Stats angucken, ist das voll ausgebaut 10 Brave Kristalle, die er gibt. Und tatsächlich ist er in meinen Augen eine der absoluten Gamebreaker-Einheiten in einem ganz bestimmten Faktor, nämlich Status-Elemente. All Elements. Es gibt keine andere Einheit, die es kann, und soweit ich weiß auch keine, die rauskommen wird, die das kann, die auf dem Level Elemente hinzufügt. Und das ist unheimlich viel wert für Dinge wie Frontier Hunter. Und da ist er die Schlüsseleinheit. Ich habe mir jetzt gerade vom letzten Frontier Hunter in der japanischen Version, wo er jetzt schon seit 2 Badges so gesehen da ist, angeguckt, wie das läuft, und da gibt's, da wird er immer noch verwendet. Er kriegt von mir deshalb straight up 10 Punkte, weil er die einzige Einheit ist aus diesem Badge, wo ich sage, die ist wirklich lange praktisch verwendbar, weil er halt alle Elemente gibt. Für Frontier Hunter heißt das, man braucht keine andere Einheit mit einem was kommt. Beim letzten Frontier Hunter war das Problem, ich habe Orna, Luca und Ardyn mitgenommen für Elemente. Und ich hätte eigentlich gerne jemanden davon weggelassen, aber ich musste sie mitnehmen, weil das sie so viele Punkte gebracht hat. Die Tatsache, dass ich mit einem Ardyn angegriffen habe, statt irgendwie eine zweite Heavy-Hit-Einheit mitzunehmen, hat mir insgesamt 100.000 bis 200.000 Punkte eingebracht durch die Statusvorteile, die er gegeben hat. Und so auch bei den anderen. Ohne Luca wäre das einfach nicht machbar gewesen mit einem Crit-Team, weil man Locke nicht tot bekommt. Samewise, ohne Orna hätte ich die zweite Stage mit Mega und Styria nicht so effektiv kaputt bekommen. Und das ist ein Punkt von, da merkt man sehr schnell, wie super stark diese Statuswechsel sind, Elementwechsel sind. Und er gibt einem halt einfach alle in einer Einheit. Das ist wieder dieses Combo-Ding. Man kann sich 3 Einheiten mitnehmen, die auch dann alle Elemente abdecken und die gut sind. Oder aber, ich nehme ihn mit und kann dann halt 2 andere Einheiten mitnehmen, die super sind. Ich kann mich dann hinstellen, kann einen Cooler für meine Attack Rate und Crit Rate hochhaben und kann dann noch irgendwie eine ergänzende Einheit, die richtig viel Schaden raushauen, mitnehmen. Ja, geht, kein Problem. Kann ich machen, wenn ich ihn habe. Und daher ist er in meinen Augen so wichtig. Er ist wahrscheinlich nicht nicht vielseitig einsetzbar. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, so, wow, ich setze den an vielen Quest-Dingen ein. Man kann ihn mitnehmen, wenn Quests, wo man sich zum Beispiel unsicher ist, was auf einen zukommt. Gerade so in Raid-Battles kann ich mir vorstellen, dass er durchaus praktisch ist. Wenn man halt nicht weiß, was einen erwartet, man aber gegen den Boss hinter schon Status-Element-Vorteile mithaben will. Weil es gibt Bossgegner, da braucht man das einfach, punktum. Und da ist er durchaus noch nutzbar. Er hat aber nicht das große Anwendungsfeld. Er kriegt von mir trotzdem 10 Punkte, weil ich finde, dass er für Frontier Hunter alleine so eine Schlüsseleinheit ist.
Und mit dem, was wir halt in Frontier Hunter in der japanischen Version jetzt gesehen haben, die bis Hunter Rang 36 jetzt gehen, da kommen halt schon viele gute Dinge und man kriegt ja auch viele gute Sachen fürs Clearen. Man kriegt da Sphere Frogs und Leguan Gems und Gems bis zum Umfallen. Und das sind Dinge, die sich halt lohnen, für jeden Spieler zu bekommen. Und leider machen halt 200.000, 300.000 Punkte in einem Run, die man mehr oder weniger macht, bestimmen halt, wie gut man vorankommt. Gerade wenn einem wie mir hinter die Maxwell-Freunde ausgehen und man dann mit anderen Einheiten arbeiten muss und einem das pro Run 400.000 Punkte kostet, dann kommt man halt in die Top 500 einfach nicht mehr voran. Und daher ist eher in meinen Augen dort eine wirkliche Schlüsseleinheit, die an vielen Stellen halt gut wird und dementsprechend vor allem im Vergleich zum Rest der Batch diese Bewertung verdient hat. Die schöne Ergänzung sind halt noch die 10 Brave Burst Kristalle, die er gibt, denn normalerweise sieht es so aus, man setzt die immer am Anfang der Runde ein, weil man möchte ja die Statusunität haben. Und mit diesen 10 Kristallen deckt man halt nochmal Einheiten ab, die irgendwie nicht voll geworden sind. 64 Kristalle, die man auf ihn braucht, ist schon nicht wenig. Ich würde ihn auf jeden Fall, ich werde ihn wahrscheinlich Dual-Sphieren und dann noch irgendwas mit draufpacken, was ihm dort irgendwie einen Bonus gibt. Wahrscheinlich eine Steeple, nicht eine Steeple. Ein Evil-Shard oder wenn man später hat, die stärkeren Varianten davon, die einem dort weiterhelfen, die halt dann nochmal ergänzen. Und dann ist es dieses, okay, ich habe häufiger ein Problem, dass halt meine Maxwells irgendwie nicht voll geworden sind am Anfang der Runde. Ja, dann setzen wir ihn als allererstes ein. Dann gibt er halt nochmal 10 Kristalle an alle. Damit hat man dann die meisten Einheiten voll und kann dann weiter Baby spammen. Das geht damit sehr, sehr gut. Das habe ich in der japanischen Version bei ein paar Frontier das schon gesehen. Ich habe ihn da leider selber nicht. Ich habe so halt bei anderen gesehen und dachte, oh, das sieht echt gut aus. Das sieht nach echt viel Spaß aus. Erstmal muss ich sagen, also sieht in meinen Augen sehr sympathisch aus. Sehr starke Einheit für Frontier Hunter und die Schlüsseleinheit dieses Badges, die man haben will. Sehr gemein an der Stelle hat die Tatsache, dass diejenigen von euch, die sehr spät erst angefangen haben oder sich denken, wow, das ist cool, das möchte ich haben, ihr könnt jetzt anfangen. Bis Ende des Monats läuft noch die Level-Up-Campaign, bis zum 30. Wenn ihr mit dieser Level-Up-Campaign Rang 32 erreicht, kriegt ihr diesen Typen kostenlos als Anima. Was alleine schon so absolut tritt ins Gesicht für alle älteren Spieler ist, die schon länger spielen, weil wir die halt nicht bekommen. Wir mussten da beschwören. Ich habe 15 Beschwörungen dafür rausgehauen, 75 Gems. Das halt schon nicht ohne ist, während halt neue Spieler kriegen den einfach geschenkt. Genauso wie Mifune, der, wenn er seine 6 Sterne Form bekommt, auch richtig OP ist. Ja. Aber, wie gesagt, kann ich jedem von euch, der bisher nur die europäische Version spielt, sich das hier mal anguckt, weil er neugierig ist, was vielleicht später mal kommt. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, global noch anzufangen, weil bis Ende des Monats habt ihr noch die Chance, diese Level-Up-Campaign mitzunehmen, ihn kostenlos zu bekommen. Und alleine schon, wenn man ihn in seinem Account hat, hat man es einfacher. Weil man dann bei jedem Frontier Hunter deutlich mehr Punkte mitbekommt, alleine dadurch, dass man ihn hat. Ja, so viel zu den Einheiten. Ich hoffe, es war für euch interessant. Habt ihr Fragen? Immer her damit. Habt ihr eine andere Meinung? Klar, auch immer her damit. Einfach in die Kommentare hauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.